Willkommen Leute, zurück zu Outlast. Letzten Part sind wir hier stehen geblieben. Genau hier. Wir haben einen aufgespießten Typen gefunden. Da drin. Ich gehe jetzt nicht nochmal rein. Aber ich war jetzt gerade schwimmen und hoffe, dass ich das jetzt einigermaßen überstehen kann. Ohne in die Hose zu pinkeln. Ja. Und da drin habe ich einen dicken Typen reinlaufen sehen, deswegen werde ich da jetzt nicht reinrennen. So bescheuert bin ich noch nicht. Es ist zu dunkel. Hier müsste nichts sein, oder? Die Tür geht auf. Okay. Okay. Da liegt eine Hand drin. Da hatte wohl jemand seine Periode. Aber ziemlich heftig sogar. Zum Schließen. Achso, die Tür. Ja, okay. Sowas sieht man auch nicht jeden Tag. Eine Hand in der Kloschüssel. Mir wurde übrigens ein Tipp gesagt, ich kann die Kamera oben lassen, aber so finde ich irgendwie cooler. In die Tür, da gehe ich jetzt nicht rein. Oder? Soll ich das versuchen? Okay, ich mach sie auf. Oh, die geht nicht auf, Gott sei Dank. Gott ist gnädig. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Hä? Was? Oh, wie siehst du denn aus? Geh weg! Geh weg! Hopp! Oh. Tja, wir sind wohl tot. Das war's mit dem Spiel. Kann man wohl nichts machen. Zu schade. Wer bist du denn? Das würde ich dich gerne fragen. Merciful God, you have sent me an apostle. What? Guard your life, son. You have a calling. Also der ist so ein komischer Priester. Ein irrender Priester. Letzten Mal sind wir immer noch. Wir sind in diesen Irrenanstalt eingebrochen. Ein Asyl. Asylium oder so. Ja, und jetzt. Fliehe aus der Nervenanstalt. Ich nehme an, das ist die Haupttür. Dieser aufgespießte Soldat hat ja gesagt, wir können die Tür vom Sicherheitskontrollzentrum aus öffnen. Wo es auch immer sein soll. So. Wir gehen noch sehen, wo der ist. Es ist so gruselig hier. Ist hier eine Leiche drin? Ohne Batterie. Wow, wenn ich die Kamera ausmache, sehe ich gar nichts. So. Wo müssen wir oben lang? Das ist die Frage. Ja, also ich habe wie gesagt gerade Sport gemacht und laut meinen Sportlehrern sollte das einen glücklicher machen. Oder sollten Glückshormone rausgesprüht werden, womit ich das einigermaßen überleben tue. Komm. Okay, der ist tot. Gut. Ich mag keine lebendigen. Oh, Dokument. Wie mache ich denn das? Ein J. Jo. Murkoff Corporation, Abteilung Vereinigte Staaten, Vollziehungsbefehl, Fall Nummer 2, bla 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 bla. Betreffender Zugriff auf Psychiatriezentrum Mount Massiv und so, ja, die ganze Beschreibung. Eidesstattliche Erklärung wurden von dem Direktorenausschuss seitens der Murkoff Hardline Security RMHS geliefert, die Grund zu folgender Annahme hat: katastrophaler Sicherheitsbruch im Psychiatriezentrum mit drohender Gefahr von Umweltschäden. Wie das denn? Nach unserer Überzeugung erfordert das durch eidesstattliche Erklärung und Zeugenaussagen erbrachte Beweismaterial akute Maßnahmen seitens des MHS und rechtfertigt die Ausstellung dieser Berechtigung. Sie werden hiermit aufgefordert, MHS vollen Zugang und zu allen hin Einrichtungen und seinen Repräsentanten voller Autorität zu gewähren. Durch die Entgegennahme dieses Dokuments verzichten Sie und alle Leben aus Verwandten auf jeglichen Anspruch auf ein Gerichtsverfahren gegen die Murkoff Corporation oder
ihrer Tochterunternehmen aufgrund von Maßnahmen der MHS oder aufgrund der Umstände, die entsprechende Maßnahmen bedürfen, ungeachtet jeglicher Zuständigkeit. Gut. Okay. Ach nee, das ist verbarrikadiert, okay. Ich erwarte eigentlich, dass ich irgendwann von irgendwas angefallen werde. Das Schlimme an solchen Spielen sind ja nicht, das Schlimme an den Spielen ist eigentlich. Ne, zu denen gehe ich nicht so nah. Dass man eigentlich unbewaffnet läuft. Wir haben so eine Kamera. Wir können nicht so viel verschwenden. Ich will das zumindest 8 Batterien haben. Oder irgendwie sowas in der Art. Bevor ich alles verschießen tue. Ja, ich kann mich nicht so konzentrieren. Ja, wie gesagt, das Schlimme ist ja nicht, dass man hier rumläuft, sondern dass man unbewaffnet ist und seinen Mördern zum Opfer fallen muss. Sag mal, ist hier keine Batterie? Was ist da drin? Da hängt doch bestimmt einer an der Decke oder so. Hallo? Ich habe jetzt so gerechnet, dass einer mit. Sind das wir? Ich hoffe nicht. Was ist das? Okay, was war das gerade für ein Geräusch? Ein Dokument. Oder Notiz. Workoff, okay, Therapiestatus. Das ganze Zeug. Patienteninitialien, Walker. Patient 32, männlich, Rudolf Wenig, anmeldet uns zu Dr. Walsch. Morphogenetische Antriebsaktivität stabilisiert sich etwa gegen 20 Uhr. Fortfall mit Stufe 3 Hormon, Risiko behaftet. Diagnostik: Spirometrie ergab leichte bis mittlere bronchiale Akkulation. Ihre Scans übereinstimmen mit gemeldeten Träumen des Patienten. Anmeldung. Walker wurde aufgrund seiner selbst zugefügten Verstümmelung Infizierung befragt. Die Fixierung muss aufgrund seiner enormen Körpergröße angepasst werden. Exzentive Dermalruptionen ebenso übereinstimmt mit fehlschlagenden morphogenetischen Antriebszellenaktivität. Er gibt an die Entfernung seiner Stirnhaut. Erlaube ihm eine fahrerische Sicht gemütlich zurückführen auf eine Art Kinderheitserfahrung mit Tuatara-Echsen und ihren paritalen Augen. Mann. Er zeigte sich besorgt über sein Fleisch, insbesondere um seine Lippen und die Nase. Das Pflegepersonal sollte angewiesen werden, auf weitere Selbstverstümmelungen zu achten. Die mentalen Traumata, die er während seines Dienstes in Afghanistan erlitten, anscheinend den Fortschritt des MA-Prozesses zu behindern. Seine vorherrschende Fixiertheit verstärkt durch die Therapie stellt eine manische Übertreibung militärischer Sicherheitsprotokolle dar. Eine Fortsetzung sowohl chemischer als auch physischer Fixierung wird nachdrücklich empfohlen. Gut. Also irgendwelche Experimente mit einem komischen Soldaten. Oder zumindest ein Typen, der auf Afghanistan war. Sollte ich hier durchgehen wollen? Ich bin da hinten noch nicht fertig. Da sieht es aus, als würde es da weitergehen. Aber oh Gott, das ist echt furchtbar. Ich weiß nicht, ob ich das machen weiter will. Es ist zwar nicht so viel passiert, aber ich bin immer so in solchen Spielen so richtig angespannt. Land. Oi. Hat er mich jetzt einfach von da oben runtergeschmissen? Ich konnte ihn nicht so richtig erkennen, aber es sah ein bisschen komisch aus, irgendwie so ein dicker, nackter Mann. Mit einer Kette, glaube ich, oder sowas. Ich gehe jetzt ganz vorsichtig.
Hallo. Security Room, Elekt. Oh, Security Room. Hier lang. Electric Library. Cafeteria, Chapelle. Was ist da unten? Da unten will ich, glaube ich, nicht. Da hinten lassen wir mal erstmal. Hier geht es aber auch weiter. Wir sollen zum Sicherheitsraum gehen, hat er gesagt. Oh, bitte, sei hier soll ich. Oh, nein! Penner, 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 Penner! Oh Gott! Ah! Da will ich nicht durch. So, wir gehen ganz langsam. Hier ist irgendwas blutverschmiertes drin. Und da ist die Toilette. Okay. Ganz ruhig. Oder nee, ich muss viel reden. Das hilft. Ich heiße Franz Peter Günther Jauch. Ich bin Mitte 30. Die Schule, die ist ganz nett. Oh. Witness? Was war das denn? Was heißt denn Witness? Oh, ich habe vergessen, was Witness heißt, aber ich will es, glaube ich, nicht wissen. Ja, kannst ruhig im Klo bleiben. Hier jemand drin? Schon wieder so eine komische Hand. Dass ihn dabei nicht schlecht wird. Das wundert mich, ehrlich gesagt. Und unseren Mickey B. Ich nenne ihn jetzt Mickey B. Der Name finde ich irgendwie viel cooler. Da hinten ist ein Typ da drüben. Okay, ich muss was sagen. Irgendeine Leiche, die von der Decke runterfällt. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Hier ist es so abnormal hell. Ich rechne eigentlich damit, dass irgendein Kopf mich anspringt oder sowas. Ich weiß, das Spiel ist ein bisschen mehr in die Realität gewandt, aber irgendwie erwarte ich sowas. Irgendwelche Geheimnisse? Ne, gut. Oh, lass mich am Leben. Kann ich die Dinger eigentlich öffnen? Oh, das klingt schön, wie ich hier im Matsch rumlatsche. Ihr habt doch alle Knarren. Wie könnt ihr alle verlieren? Das ist immer so unlogisch. Genauso wie bei Zombie-Filmen. Wenn man weiß, wie man einen Zombie killt. Wie kann man gegen Zombies dann verlieren, wenn man einen Schuss in den Kopf braucht? Ich meine, es gibt mehr Munition als Menschen. Okay. Wir schleichen uns ganz langsam an. Wir wollen nicht unnötig Lärm machen. Oder so. Irgendwas Interessantes da hinten? Nee, kann ich noch nicht sehen. Der Typ ist da hinten reingelatscht, also kann er unmöglich hier was machen. Kann ich die Tür so öffnen? Nee. Schlüsselkarte. Was ist denn da drin? Der Sicherheitsraum, okay. Was ist da drin? Noch ein Raum. Why should we have to pay for it? Why do we have to die? Walker will kill us just for being Okay. sick. We're still people. We didn't choose this. Der dritte ist Überlebender. So klingt es. Also hier läuft ein Typ namens Walker rum. Und der ist geistesgestört und tötet Menschen. Irgendwas Wichtiges hier? Irgendwas Wichtiges hier drin? Irgend so ein blöder Fernseher? Wie schließe ich sie mal ganz langsam? Nicht so. Ich weiß nur, wie ich sie langsam öffne, aber nicht, wie ich sie. Ganz ruhig. Nimm es mir nicht übel, dass ich so lahm bin. Es gibt Leute, die sich, glaube ich, bei sowas geschickter anstellen als bei. Als ich. Das ist aber schon ein bisschen krank. Und noch eine Akte. Also, ich liebe es zu lesen. J. Gut. Was haben wir denn da? Von Helen Granat.
An, warte, betreff Projekt Worldwide Inspektion vor Ort, sehr geehrte Damen und Herren. Aufgrund des bevorstehenden vollständigen Berichts sind keine sofortigen Maßnahmen seitens der Murkoff Corporation erforderlich. Da das Profitpotenzial vom Projekt Worldwide bleibt unverändert hoch. Die vier Todesfälle erhalten ausreichend uneindeutige Daten über das Gerichtsverfahren im Fall der korrekten Behandlung, Handhabung des Beweismaterials zu unterbinden. Projekt Worldwide bleibt gefährlich und es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit weiterer Verluste. Was die bereits verzeichneten betrifft, so ist das familiär sowie seitens der Regierung geäußert Interesse an dem Patienten derartig gering, dass keine rechtlichen Maßnahmen zur Erweiterung zu erwarten sind. Die Gewalt unter den Patienten steigt, je weiter sich die morphogenetische Antriebstherapie der Produktion von Arbeitsmodellen nähert. Doch eine Kombination aus chemischer und physischer Fixierung hat sich als hinreißend effektiv erwiesen und weiterhin Kontrolle und Profit zu bringen, nehme ich an. Nee, gewährleisten. Hochachtungsvoll, Helen Granat. Ja, Schadensabteilung. Das kann man eine Abteilung dann Schadensabteilung nennen? Oh, da oben hängt so ein Kopf. Sieht ein bisschen schräg aus. Ups. Ich höre ein Telefon. Du siehst gar nicht gut aus, mein Freund. Oh Gott, sein Kopf ist ja voll umgedreht und... Ne, warte mal. Seine Hände sind umgedreht. Seine Arme sind... Ah, der sieht so komisch aus. Ich will das Telefon benutzen. Sobald ich jetzt diesen Raum verlasse, werde ich von irgendwas angesprungen. Ich glaube, ich lasse das mal. Kann ich hier aus dem Fenster springen? Mörker, wie ist denn der? Mackie Bee, du willst doch auch aus dem Fenster springen. Okay, Batterien, ich brauche Batterien. Okay, wie lange dauert denn der Part? Noch 3 Minuten. Oh, Jesus, danke. Ich danke dir. Oh. Was? Okay, wir rennen jetzt einfach durch. Oh, wie rennt man nochmal? Ach. Leertaste? Ah, so. Wir rennen jetzt einfach mal durch. Das ist pure Qual. Selbst wenn jetzt nicht so viel passiert ist, außer dass wir runtergeflogen sind. Was steht denn da? Proclaimed Gospel. Was heißt das? Ich bin nicht so gut in Englisch. Gibt es ernsthaft keine Batterien oder sowas? Ich bräuchte Batterien. Okay, ich bin froh, dass ich nicht so weit gekommen bin. Ja, aber wir werden hier unten speichern. Und ich würde bis zum nächsten Part sagen. Sorry, dass der Part so lame war. Aber ich werde mich bestimmt nicht so wie ein Profi hier durch die Gegend rennen und ein bisschen brüllen und jeden einzelnen umnieten. Andererseits kommen. Nee, wir machen nächsten Part weiter. Adios.